Die Modewelt blickt derzeit auf Moskau. Auf dem Messegelände der russischen Metropole präsentieren internationale Hersteller ihre Kollektionen für den osteuropäischen Markt. Die CPM, die Collection Premier Moskau, ist in Russland die größte ihrer Art. Doch obwohl sich die Modemesse speziell an den osteuropäischen Markt wendet, ähneln die Trends für das Frühjahr und den Sommer sehr dem europäischen Geschmack. Das Made in Germany ist für die Russen, ich glaube, inzwischen ziemlich in Fleisch und Blut übergegangen. Es gibt eine hohe Sympathie für den Qualitätsanspruch der Deutschen. Es gibt eine höhere Akzeptanz auch des deutschen Geschmacks im Bereich Modegrad und Modestil. Neben der Mode und den aktuellen Trends sind aber auch die Spannungen zwischen Europa, Russland und der Ukraine ein Thema in den Messehallen. Der deutsche Veranstalter, die Igedo Company, beobachtet die Lage schon länger. Unsere Aussteller verfolgen natürlich auch, wie genauso wie wir, die politische Situation. Viele unserer deutschen Aussteller vor allem haben gesagt, gerade jetzt ist es wichtig, Präsenz zu zeigen in Russland, dem Kunden sozusagen an der Seite zu stehen und mit dem Kunden zusammen einfach den Markt weiter hier voranzubringen. Die Modehersteller spüren die Auswirkungen der politischen Situation deutlich. Die europäischen Sanktionen machen sich in Russland bemerkbar, verunsichern sowohl die Händler als auch die Verbraucher. Wir merken schon, dass alle sehr besorgt sind, dass es auch nicht einfach ist, dass die wirtschaftlichen Bedingungen schwieriger werden für alle. Die Probleme beziehen sich darauf, dass es also schwieriger wird, Gelder zu überweisen, dass es generell auch die Kaufkraft natürlich schwächer wird, dass also die Kursschwankungen sehr verfolgt werden, der Rubelkurs sehr verfolgt wird und dass generell natürlich auch den Menschen in solchen Zeiten nicht immer danach ist, nur Bekleidung zu kaufen, sondern dass sie sich natürlich um ganz elementare Dinge kümmern. Trotz oder gerade wegen der Wirtschaftssanktionen halten die deutschen Hersteller fest am osteuropäischen Markt und versuchen, die Händler vor Ort zu unterstützen. Solange sich die politische Situation aber nicht entspannen sollte, wird wohl nicht nur die Modewelt weiterhin gespannt nach Moskau blicken.